Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem doch am Wochenende sehr stark schwächelnden Thorsten. Denn ich habe keinen Livestream gemacht am Samstag. Das lag einfach daran, einige haben es im Discord mitbekommen oder auch in den anderen Medien, die mich mal so kurz angemailt haben, dass ich war wirklich platt, muss ich sagen. Ich habe extrem viel, ich habe viel gearbeitet, sogar mehr gearbeitet, als ich eigentlich in der Woche arbeite. Das ist oder fast mehr. Das ist eigentlich das Witzige, denn ich habe am Samstag so gut von 8 bis 8 oder halb 9 gearbeitet. Zwar nicht ganz durchgängig, also ein bisschen Essen war dabei, ein bisschen Trinken war dabei. Aber dennoch haben wir ziemlich viel machen müssen an dem Tag. Und ihr habt das ja schon in der Woche mitbekommen, dass ich relativ spät auch zu Hause bin. Das liegt einfach daran, dass wir im Moment in so einem ziemlich dicken Projekt sind. Und deswegen finde ich da eher wenig die Zeit. Und ich war so platt. Ich konnte mir stündlich die Augen reiben, sage ich mal, weil die waren so, ich will nicht sagen verstrahlt. Verstrahlt bin ich sowieso. Aber ich habe so viel in die Linse geguckt, also in mein Notebook rein. Und irgendwann habe ich dann gedacht, da kannst du dich jetzt nicht noch. Ich bin um 7:45 zum Einkaufen gefahren und habe dann gedacht, da kannst du dich jetzt nicht nur 3-4 Stunden auch noch vor den Rechner setzen. Das haut einfach nicht hin. Und deswegen habe ich es einfach vorgezogen, den ganzen Sonntag dann zu schlafen. Also da habe ich wirklich, ich habe mal richtig ausgepennt, kann ich euch sagen. War bitter nötig nach der letzten Woche, mal so eine kleine Pausenwoche zu haben. Aber ich wollte eigentlich genau diesen Angriff hier nochmal gesehen und gezeigt haben, warum so eine Tornadofalle auch nach hinten losgehen kann. Das sehen wir jetzt. Das war eine wirklich witzige Situation hier. Wir haben hier mit etlichen zugeguckt. Der Chucky auf die Nummer 13, also der Gegner hatte bis runter auf 16, 17, glaube ich, die 12er. So viel waren wir dieses Mal nicht im Clankrieg mit dabei, aber das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber eigentlich wurden ein bisschen zu früh gezündet. Und jetzt kommen gleich die Loons aus dem Felsenwerfer hier raus. Aber guck mal, was die Tornadofalle genau mit diesen Loons macht. So ein Glück. Die zieht die Loons genau raus. Weg vom Rathaus, von der dicken Bombe. Richtig, richtig gut. Also das war nochmal so ein bisschen Glück und Unglück. Aber ich glaube, die restlichen Truppen hätten das denn auch hier geschafft. Hier noch eine ganze Masse Drachen von hier unten. Und hier noch eine Queen, die da noch rumtänzelt. Also ich glaube, das wären trotz der 7 Loons, die da, glaube ich, jetzt noch überlebten, wäre das ein schöner Dreiständer gewesen. Also cooles Ding. Hier Drachen sind in aller Munde. Vor allen Dingen mit Bad Space dann noch mit dazu, wenn die Base passt. Hier hat sie mal wieder gepasst. Aber ihr habt es im Thumbnail gesehen. Es gibt jeden Tag eine neue Überraschung. Wenn auch nicht so gut schmeckend. Aber 78, 74. Cooles Ding hier. Klarkrieg ist gewonnen. Ich habe, glaube ich, 3 Sterne geholt. Das Nötigste gemacht, so will ich es mal sagen. Aber wir gehen mal in die Update-News rein. Also es sind ja gar keine Update-News, sondern überhaupt mal in die News hier rein, in die Ereignisse und auch in die News. Ich habe es auch mal auf Deutsch gestellt, denn im englischen Client tauchen die 2019er März Clan-Kriegsligen gar nicht auf. Jetzt könnte ich natürlich mal wieder Ironie on, mal wieder fragen, woher kommt denn das, dass in den englischen, französischen, amerikanischen Clients diese Top-10-Liga nicht auftaucht? Nein, die taucht hier nicht auf. Weil. Ah, oh, endlich sind sie da oben. Es hat sich also gelohnt. Die Mühe hat sich gelohnt. Die Dark Lotus sind hier Nummer 1 in der Welt, was die Clankriegsliga angeht. Ich meine, hat jetzt auch lange genug gedauert. Ich glaube, 4 Ligen oder so hat man drum gekämpft, dass man doch bitte der beste Clan ist. Also es hat sich gelohnt, hier oben zu stehen. Und deswegen gibt es das, denke ich mal. Es gibt zumindest in deutschen News. Ich habe jetzt nicht alle Sprachen durchgeguckt, aber ist schon witzig. In den englischen News gibt es das nicht, aber in den deutschen News, ein deutscher Clan ist ganz oben. Woran kann das wohl liegen? Fragezeichen, Ironie, off. Wir gehen mal in die Ereignisse rein. Also wir haben ja jetzt noch die Clanspiele, die laufen morgen aus. Also ich nehme die Folge am Sonntag jetzt auch für euch. Also für euch sind sie jetzt schon ausgelaufen. Also ihr habt sie jetzt schon Montagmittag, beziehungsweise dann kommt das Video. Und danach gibt es richtig krasse Ereignisse. Da wurde hier auch viel drüber diskutiert heute tagsüber. Ich habe auch irgendwann mal geguckt, habe gedacht, was sind denn das für grüne Einträge hier? Und es fängt also an mit noch 2 relativ normalen Events hier, nämlich mit dem Riesenvorteil. Also Riesen- und Giftzauber werden vergünstigt in der Bau, also in den Baukosten sein. Es gibt den 4-fachen Sternbonus. Ich bin endlich mal zumindest mit Thorsten hier. In Titan 2 bin ich ja zurzeit und ich hoffe, dass ich mal so ein bisschen Sternbonus hier mitnehmen kann. Sonst bin ich immer ganz unten und dann lohnt sich dieses Event hier für mich nicht wirklich. Aber der Rest hier ist grün. Und was hat man einfach gemacht? Ich meine,
für euch als Programmierer und für mich als Nicht-Programmierer ist es ganz klar, der Code ist ja da. Also der Code genau für diese täglichen Spielchen, die wir danach jeden Tag haben, der ist ja vorhanden, nämlich aus den Clanspielen. Man hat einfach mal ein Clanspiel pro Tag genommen und hat hier ein Event rausgemacht, so ein 13-12-Tages-Event, nämlich fast bis zur nächsten Clankriegsliga. Und ich denke mal, dass das Update vor der nächsten Clankriegsliga noch kommt und das wäre am 31. März, das ist nicht April. Ja, das ist nicht April. Am 31. März fängt die Clankriegsliga an. Oder tatsächlich direkt am 1. April. Na, klingelt's, könnte auch ein kleiner Scherz sein. Also es gibt richtig krasse Sachen hier. Bei mir auf dem Discord ist heute auch ein Bildchen geleakt worden, was man machen muss, beziehungsweise welche Rewards man bekommt. Aber ich denke mal, es gibt Trainingspotion, es gibt Schaufeln, Resource Potion. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Man muss die relativ normalen Sachen, die man auch in den Clanspielen macht, also ein Sieg hier im normalen Dorf, tägliche Routine Heimatdorf, 3 Sterne dort machen und so weiter. Also nichts Wildes, muss ich sagen. So ein paar kuriose Sachen, technisch gesehen kein Diebstahl, klar. Man soll so ein paar Storage Ressourcen, also beziehungsweise so ein paar, wie heißt es denn eigentlich, Goldsammler kaputt machen, wenn da Gold drin ist, sind sie halt hin. Gartenarbeit, das wird sicherlich das schwierigste Event überhaupt werden, diese 5 Obtakels absammeln. Für manchen ist das schwierig, dann schafft man das vielleicht in einem Tag nicht, aber ich denke mal, man hat immer nur einen Tag dafür Zeit, sind sicherlich wieder mal Sachen, die man zu schaffen kann, aber ich meine, ich finde das eigentlich ganz gut, das hier so einzubauen, so ein bisschen bis zur nächsten Liga, bis zum nächsten Update, so ein bisschen was rauszukitzeln, mag ich eigentlich, muss ich sagen. Angriff muss man, glaube ich, Truppen spenden, Belagerungsarbeiten mit den Belagerungsmaschinen ist natürlich mal wieder nur was für Rathaus 10, 11 und 12, darunter leider nicht, da hätten sie vielleicht irgendwie so einen Schräger machen können, ein Ausweichspiel oder so für Rathäuser, die drunter sind, aber ich denke mal, der Rest kann sich sehen lassen im Rathaus 2 bis Rathaus 9 Bereich, beziehungsweise dann natürlich auch bis 12 Bereich. Also finde ich ganz gut hier, einfach nur mal wieder meine Meinung und ich denke mal, wird cool umgesetzt, hast jeden Tag gut was zu, hast ein bisschen was nebenher zu tun, neben Klarkriegen und ich mag das, muss ich sagen, weil du einfach immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht gezwungen wirst, aber du hast halt, du gehst einfach nicht nur abends farmen und sagst, so, jetzt Farmangriff und 3 Stück Sternebonus rein und gut ist für mich, sondern mal so ein bisschen, ich muss ja noch ein bisschen was am Rand machen. Das will ich aber auch. Wir gehen gleich nochmal in den letzten Clankrieg kurz rein. Ich habe noch 1 oder 2 Kämpfe, mal sehen, für euch, aber ich wollte jetzt erstmal mal wieder selber farmen gehen hier in der Lupe. Also kurzer Cut und dann sehen wir uns mit meiner komischen Armee, weil ich mal wieder ein bisschen dunkles über habe. Wieder. Naja. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, aber den nehmen wir mal mit hier. Ich habe einfach mal so eine super teure Armee hier einfach mal so verbaut und ich will mal sehen, was man überhaupt mit so einer Armee hier machen kann. Mal schauen hier mit dem Felsenwerfer vor allen Dingen. Mit denen gehe ich eigentlich eher selten farmen, muss ich sagen. So, die Queen nehmen wir auch hier mal mit rein und ich will einfach nur die gegnerische Queen schaffen. Mehr will ich gar nicht. Vielleicht kriegen wir die Clanburg auch, wenn er den Clanburg hat, aber ich glaube, mein King ist da jetzt schon ein bisschen weit dafür, dass so einer hier dann Clanburg hat. Und dann kann ich eigentlich ein bisschen weitermachen mit Lohns. Ich wollte gar nicht alle setzen. So, wir lassen uns mal hier ein paar über. Nehmen einmal. Oh, ich habe einen. Ah, shit, ich habe einen Hund vergessen. Okay. Ich habe einen Hund vergessen hier. Wir nehmen die Jungs hier mit rein und ein bisschen Wutzauber. Jawohl, wir haben hier leider nur 2x Wut, das muss ja jetzt irgendwie reichen. Ich nehme mal hier den komischen, wie heißt er hier, den Adler in Fries rein. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Meine Hunde fliegen da noch zur letzten Luftabwehr. Ich habe hier noch einen Ballon, der muss das jetzt da reißen. Oh, ja, kann man ganz gut machen. Lässt sich sicherlich auch irgendwie mal im Clankrieg irgendwas mit reißen. Alter, bleiben dann noch viele Hunde über, das geht ja gar nicht. Okay, überredet. Da ist noch eine Defense. Haben wir noch eine Defense? Ich glaube nicht. Dann kann ich meinen letzten Loon hier auf die Luftabwehr setzen, auf die Bauhütte. Luftabwehr. Komische Luftabwehr. Auf die Bauhütte setzen, ja. Kann man mal machen. Lässt sich sicherlich auch umklären. Okay, 3 Hunde über, 6 waren sicherlich. Die Base war jetzt ein bisschen im Ausbau, hatte keine Clanburg-Truppen, dann sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber kann man mal was mitmachen? Ich denke mal, auch im Clankrieg kann man so angreifen. War jetzt ein bisschen hartes Gefarme, da ich das Dunkle jetzt nicht wirklich mehr brauche. Ich habe das Desktop-Audio an. Shit, jetzt ist es aber aus.
okay, da ist jemand live gegangen, aber ich meine immerhin fast 800, über 800.000 wieder von beiden. Das lässt hoffen, dass ich wieder eine Mauer machen kann. 3,9 haben wir hier dazu bekommen und ach, das war jetzt mein Bonus. Ich denke mal, Sternbonus kriege ich dann erst auch morgen Abend erst wieder. Okay, das wird ein bisschen dauern, aber dann läuft ja in jedem Fall das Event schon. Also es war gar nicht mal so schlecht. Jetzt guckt euch das an, was sie kostet. 4,8, okay, kann ich ruhig machen, das ist nicht ganz so schlimm, denn 3,3,3, 4,4,4, wir haben jetzt hier ein bisschen Bonus reingekriegt. Ah, die Mauern, die gehen so schleppend bei mir. Ich glaube, das Elex mache ich mal noch nicht weg. 3 Tage, ich brauche noch ein bisschen, ah doch, wir können mal 2 Mauern hier nebenbei machen. Ich muss wirklich immer noch, wie viel muss ich eigentlich noch machen hier? Noch 198 der Gebäude verbessern, noch 197, jawohl, noch 196, also es geht doch, geht voran hier. Und ich wollte ja noch mal eben in den aktuellen Klankrieg gehen, beziehungsweise den letzten Klankrieg, denn ich habe noch einen schönen Angriff für euch. Und der kommt tatsächlich mal von mir, nämlich vom Rathaus 9er. Immerhin hole ich mit den Rathaus 9ern Sterne, also auch mit Alex und mit Donner. Gefällt mir das ganz gut, aber Hintergrund einfach mal bei diesem Angriff hier, um das kurz mal zu erklären. Also wir machen hier so einen sogenannten Sui-Lalun. Sui heißt, wir schicken unsere Helden in den Suizid, also in den relativ sicheren Tod. Wir wollen nur die Queen rausbekommen, denn ich weiß, dass in der Clanburg 3 Loons drin sind und ein Eisgolem. Das heißt also, die Loons kommen sowieso nicht bei Lufttruppen raus und der Eisgolem auch nicht. Ich durfte halt nur nicht zu nah an die Clanburg kommen mit meinen Helden hier. Auch hier habe ich, muss ich sagen, so ein bisschen übertrieben, was die Anzahl der Hunde angeht. Ich wollte eigentlich 3 mitnehmen und mehr Loons. Habe da nicht drauf geachtet beim Löschen von Truppen, dass plötzlich 2 von den Hunden nachkamen und habe dann angegriffen. Habe das erst später gesehen, nämlich im Nachgang, als man mir gesagt hat, Toto, meinst du 4 Hunde waren jetzt nicht übertrieben? Aber ich meine, ich kriege hier die Queen raus, das hat mir an der Stelle gereicht. Und ihr seht das in dieser Base, die Luftabwehren stehen hier beide bei jeweils 2 Pärchen außen. Und ich lasse hier hinten, ganz, ganz hinten, meine Loons aus der Clanburg starten. Habe ich jetzt mal öfter mal im Start, hat mir ja jemand in der letzten Woche den Tipp gegeben, da ruhig mal Loons reinzunehmen. Mache ich jetzt auch, finde ich gar nicht mal so schlecht als Alternative. Maxhund ist immer noch cool, aber jetzt geht das hier ja natürlich gegen die Feger durch diese Base durch und ist dann erst leidig. Hier unten kam eine Tesla-Farm raus, habe ich natürlich auch mal wieder nicht gesehen und meine Hunde fliegen aber jetzt mit 3 Hunden hier auf 2 Luftabwehren hier unten. Da geht in jedem Fall welpenmäßig was ab, denn hier unten, das seht ihr, das kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen, da ballert jetzt zwar ein X-Bogen drauf und ein Feger fegt meine Truppen weg, aber hier gibt es nur außer den beiden Luftabwehren kein Bogenschützenturm, kein Magerturm, kein gar nichts. Da stand nämlich alles hier unten. Und deswegen gibt es auch für meine Welpen recht wenig Beschuss an der Stelle. Und die paar Loons, die jetzt noch von hinten kommen, die schaffen es nicht ganz, weil 2 reißen natürlich hier raus aus dem ploppenden Tesla. Und ich habe aber hier jetzt noch jeweils die Lava-Hunde. Einen habe ich noch, der da tankt. Der ist jetzt auch Geschichte und jetzt müssen es hier einfach die Loons und die vielen Welpen machen. Es gibt ja jetzt für die Welpen zumindest so gut, so ziemlich nur noch einen X-Bogen. Und aber alle Hunde sind draufgegangen. Ja, alle Hunde sind draufgegangen. Das ist jetzt nur noch Punktschaden. Und jetzt guckt euch die Masse der Welpen hier in dieser Base an. Also wirklich, wirklich krass, muss ich sagen. Und ich habe nochmal umgebaut. Ich wollte eigentlich ein bisschen was anderes machen. Wir haben uns dann aber darauf geeinigt. Wir waren wieder am Samstagabend im Discord. Und wir haben uns dann darauf geeinigt. Ich mache mal so einen Sui auf die Base hier. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich mache das gerade im Rathaus 9 Bereich eher selten. Im Rathaus 11, 12 Bereich kommt es schon öfter vor. Aber im Rathaus 9 Bereich sind solche Angriffe von mir dann eher die Seltenheit. Aber ihr seht, es klappt mit ein bisschen Absprache. Und okay, vielleicht waren 4 Hunde zu viel, 3 Hunde und dafür etwas mehr Loons bringt es an der Stelle auch. Oder vielleicht ein bisschen mehr Cleanup noch mitnehmen. Aber ich denke mal, ist ganz gut gemacht. Als Rathaus 9 hier 24 auf 25 konnte hier unten zumindest mit dem Barfuß hier ein Sixpack machen. Und das ist aber gewesen. Ich wollte ja im Wesentlichen ein bisschen auf die News raus. Und aber wir schweifen natürlich immer in meinen Folgen. Also wer neu auf meinem Kanal ist, wenn ihr neu auf meinem Kanal übrigens seid, dann dürft ihr da abonnieren. Ich habe es heute einmal richtig gezeigt. Default, also einmal hier unten natürlich abonnieren. Dann könnt ihr die Glocke stellen, um kein Video mehr von mir verpassen. Und dem Video könnt ihr vielleicht ein Däumchen verpassen.
War nur eine kleine Update-Folge und ich wollte einfach, natürlich gehe ich immer so ein bisschen in die Klarkriege rein, immer ein bisschen ins Farm rein, je nachdem, was gerade am Bach ist. Aber im Moment freue ich mich auf jeden Fall auf die laufende Woche mit den vielen, vielen Spielchen. Bin da wirklich mal gespannt und verbleibe erstmal. Schönen Wochenstart euch. Euer Toto. Bleibt